Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirchi und herzlich willkommen zu einem weiteren Smash-Video. Heute wieder mit den Super Smash Bros. Stars und zwar niemand anderes als Bestness, aka Cent. Der ist ja jetzt umgenannt, er heißt mir Bestness, er heißt jetzt Cent. Trotzdem finde ich den Namen Bestness einfach so ikonisch und ich werde ihn deswegen auch ewig so nennen. Der Name existiert schon so lange, ich jetzt habe ich gedacht, ach, ich nehme mich jetzt einfach um. Ich fand Bestness war einfach so ikonisch, vor allem weil es so gepasst hat. Es war halt der beste Ness. Und er ist es auch immer noch. Weltweit der beste Ness, muss man einfach gesehen haben, was der aus diesem Charakter rausholt. Ness hat eigentlich Probleme, was Reichweite betrifft und Speed betrifft. Sein Ground Speed ist halt nicht so toll. Deswegen ist er immer gezwungen zu springen und viele Charaktere können ihn da outrangen. Außerdem hat Ness Probleme zu approachen. Und all diese Schwächen von Ness findet man in seinem Gameplay irgendwie nicht. Aus einem niedrigen High-Tier-Charakter macht Bestness einen Top-Tier-Charakter. Er holt wirklich alles aus diesem Charakter raus und das schauen wir uns jetzt in zwei Sets mal an. Ich freue mich richtig drauf, weil Bestness mein absolutes Ness-Vorbild ist. Ihr wisst, ich spiele auch Ness als Main. Ich habe ja 4 verschiedene Mains, ich bin richtig crazy. Aber ja. Alles, was ich gelernt habe, habe ich von ihm. So, das erste Set, was wir uns anschauen, ist gegen Mr. E. Der beste Lucina-Spieler weltweit. Und Lucina Ness, deswegen habe ich das Set mir rausgesucht, ist ein Matchup, was unfassbar schlecht ist. Du wirst permanent outranged. Boah, was ist das für eine Musik? Seriously, 25 M-Theme im Tournament. Okay. Das ist schon lustig. Nee, also Ness hat richtig Probleme gegen Sword, yes, weil du wirst halt immer outrange. Ness muss springen, weil seine Hauptstärke sind halt die Aerials. Und du wirst dann permanent erwischt von diesem Schwert, was eben halt die Schwertcharaktere haben. Seht ihr schon. Struggle da so ein bisschen reinzukommen mit einfach Forward Air Spam geht's halt nicht. Und immer wenn er was raushaut, wird halt gepunished von Lucinas Forward Air. Ist halt so eine Sache. Ich feiere das gerade mit diesem 25M-Theme. Ich mache es actually noch lauter. Ja, bestens habe ich mir bestimmt schon 30 verschiedene Sets angeschaut. Den Spieler liebe ich richtig. Newton Out of Shield, so eine gute Option. Die beste Option, die Ness Out of Shield hat. So schnell Frame 6. Einfach nur awesome. Schön. Das waren viele Ness-Spieler. Einfach hier ab hier an die Kante. Dann pressurest du mit dem Projektil und kannst halt die Kante greifen. Richtig toll. Für den Neutral Out of Shield. Und da war der Tech. Aber trotzdem catcht er die Lucina. Heftig. Das Matchup ist wirklich schrecklich. Glaubt's mir. Und Bestness benutzt auch den Magnet so schön zum Stallen, zum Kombon. Wobei Magnet gegen Sword-Charakter im Neutral eher schlecht aus. Deswegen haben wir es hier auch noch nicht gesehen. Er benutzt es halt, um sein Landing zu reversen, Landing zu mix-up und zum Stallen. In dem Matchup zumindest. Seriously 25M, ich komme nicht drauf klar. Schöne Jungles mit der Up-Air eben. Neutral Out of Shield. Das ist halt so das Einzige, was du hast gegen Sword-Charaktere. Die Spacen auf deinem Schild. Trotzdem kannst du vorhaft Neutral Out of Shield machen, wenn es so eine schnelle Option ist. Und auch noch eine ganz gute Reichweite hat. Gerade nach vorne. Da hat Mr. E versucht, einen Ledge Run zu machen. Dash Tag auch richtig schön. Wenn jemand immer am Dash Dancen ist oder Backdasht oder einfach nur landen möchte, kann man Dash Tag. Man killt auch bei höheren Prozenten. Gute Option. Ja. Nice Anti-Air. Und alle Sachen, die Lucina hatte, Anti-Air und Ness. Das ist halt das Problem. Schon wieder getaggt. Der Jojo zum Covern. Klappt aber nicht. Ist auch ziemlich wack eigentlich. Muss ich gestehen. Jojo ist nicht die beste Option. Schön gestallt und runtergekommen mit Fast Forward Air. Das war toll. Oh! Landing Up Air into Grab. Weil der dritte Hit von der Up Air nicht rausgekommen ist, hat er das in Grab gemixt. Das ist nicht true, aber hat funktioniert. Richtig geil.
Das war awesome. Macht so tolle Mix-Ups mit Ness. Und er spielt ihn kind of aggressiv. Und das in so einem Matchup. Das hat von mir wirklich jeglichen Respekt verdient. Das ist so heftig. Wie gesagt, Ness struggelt einen hier mit Approachen. Aber wenn du gut readen kannst und Lücken siehst, was er halt tut, dann kann man auch aggressiv mit Ness spielen. Das ist halt das Tolle. Oh Gott. Wie schön mit Magnet gearbeitet. PK Fire! PK Fire! Ja, das Ding ist, er hat versucht, die Landing zu punishen, um das Schwert damit zu besiegen, weil wenn Lucina mit dem Schwert zuschlägt und PK Fire mit dem Schwert trifft, wird trotzdem diese Flammensäule erstellt. Haben wir schon öfter gesehen. Da er Lead hat, kann er ruhig einfach ein bisschen Backdash und PK Fire, warum nicht? Aber er cornert sich jetzt gerade selbst. Was bei den Prozent aber noch in Ordnung ist, I guess. Weil Lucina schon sehr leicht Ness Edgeguarden kann. Ness hat auch nicht die allerbeste Recovery. Und Lucina hat eigentlich eine leichte Zeit, ihn zu Edgeguarden. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, sich da zu cornern. Right now, his main problem is he just hasn't been effectively controlling Best Ness's space. Oh Gott. It feels like, despite his lack of range, yeah. Best Ness is the one that's dictating who. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Obwohl Ness keine Range hat, ist es bei Best Ness irgendwie immer so, dass er den Ton angibt. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das ist so awesome. Der Kommentator sagt es ja auch. Ich feiere das. Ich feiere das doch wirklich. Und schon wieder der Uptilt. Da Ness eigentlich immer aus der Luft angreift, ist der Uptilt natürlich so ein bisschen der Kryptonit auch. Weil Lucina dadurch auch noch grounded bleibt. Oh, PK Flash. Und? Er dachte, ich gehe dafür einen Grab. Aber er war wieder ein Neutral. Neutral und eine Kante auch sehr gut zu verwenden. Einfach reacten, wenn er gegen den normalen Getter macht. Neutral. Zack, Frame 6. Killt auch. Neutral ist tatsächlich auch ein Kill-Move. Da war das super speziell, PK-Fire. Oh mein Gott, das muss Frame Perfect machen. Das ist gerade geflogen, bevor ihr schräg gemacht habt. Ich hätte es gesehen. Jetzt kommt es. Er macht jetzt das Jump-Cancel PK-Fire. Es müsste eigentlich schräg runtergehen, aber es geht so. Mystery. Also. Was Ness-Techniken betrifft, hat er auch ganz weit die Nase vorn. Ja, Mr. E ist tot. Mr. E ist tot. Imagine, du kannst so gut mit Ness spielen, dass du Swordies im Neutral besiegst. Das ist so heftig. Ich feiere das. Gehen wir mal zum nächsten Game. Schon wieder Battlefield. Ja, ich war auch öfter im Best Ness seinen Stream und er hat immer wieder betont, dass er Battlefield für Ness liebt. Ich persönlich mag die Stage nicht so. Ich präferierte eher Smashville und Omega. Aber er liebt die Stage wirklich. Und das merkt man ja auch. Hier ist schon wieder so eine komische Musik. Was ist denn hier los? Nur alte Kirby-Musik. Ey, der macht so ein tolles Movement mit Ness. Echt. Das ist einfach Weltklasse. Magnet Neutral Air, warum nicht? Klassiker ist Magnet Back Air. Und Neutral Air funktioniert natürlich auch. Neutral Air hat den Vorteil, dass er so zu Tech Chase dann führt. Was Nest auch hart punishen kann mit Jab Blocks. Oh my god. Ne? Nest kann dann meinem Jab Block Down Tilt machen. PK Fire. Reverse Magnet Back Air. So ultimative Punish. Vielleicht sehen wir das ja noch. Das habe ich auch alles vom Best Ness gelernt. Also mit Ness kenne ich mich ja wieder gut aus. Das ist jetzt hier nicht so ein Video, wo ich mich mit dem Charakter überhaupt nicht auskenne. Wie es bei Terry und Kazuya der Fall war bei Riddles. Be out of shield, smart. Bin sehr schnell eine gute Option mit Lucina und da hat er Edgeguard verkackt. Wie gesagt, Lucina hat eigentlich keine schwere Zeit, Ness zu Edgeguarden. Wirklich nicht. Wow, the active is still caught. Was war das denn für ein Jojo? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube, Essen ist jetzt auch ein bisschen desperate für den Kill. Aber da ist die Back Air. Der Nest killt gefühlt mit jedem Area. Außer natürlich mit Forward Air. Wobei mit Forward Air kann man auch gut killen, zumindest wenn man für den Edge Guard geht. Ja, da war das Neue vom Best Nest, nenne ich immer so, auch wenn es mittlerweile schon 1,5 Jahre alt ist, dass der Nest Ledge Stall. Seht ihr das? Pike Flash, Pike Flash. Und da kommt er. Voll cool. Wurde aber trotzdem gepunished. Weil Mr. E entweder ihn gereelt hat oder richtig gut reagiert hat. Oh my god, that was almost a disgusting sequence. I saw the future. Ja, aus dem Jump Can't Speak of Fire kann so gut kommen, ja. Daher hat er versucht, einen Down-Tilt-Lock zu starten. Wie der Neutral out of Shield, ihr seht, wie wichtig das gerade in solchen Matchups ist. Oh Gott. Das war ein Sliding After. Das war ein unfassbar guter Punish von Mr. E. Not gonna lie. Ich weiß nicht, was er da immer mit dem Jojo macht. Also, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich meine, er covert zwar zwei Optionen, aber er hat so viel Endlag, wo er auch eigentlich jetzt immer gepunished. Das verstehe ich halt nicht. Würde ich eher für die safe Options gehen. Wait, ledge option by, Back Air Spacing an der Kante zum Beispiel. But who am I to judge? Mein Nest nicht mal halb so gut wie Best Nest. Also. Trotzdem. Das mit Jojo verstehe ich heute wirklich nicht. Das wäre sowas, wo man ihn halt selber fragen müsste, warum er das macht. Bei so einem Spieler wie Best Nest muss man davon ausgehen, dass er sich dabei was denkt. Schöne Back Air. Da versucht er, Mr. E hochzuholen. Hat er auch geschafft, aber der Air Dodge war too strong. So smart und deswegen liebt er, glaube ich, auch Battlefield. Aber wenn du PK Thunder da richtig triffst, ah, schön. Schöne Recovery. Dann ziehst du den Gegner über die Plattform und kannst Abwehr machen. Kannst du aber auch bei Small Battlefield oder Pokémon Stadium 2. Deswegen. Oh, Upthrow? Ne. Battlefield. Battlefield reicht so nicht. Schöner Magnet Reverse. Zum Stallen, das war richtig gut. This is so close. Das ist ja natürlich im Rückstand, das erste Mal. Aber direkt schon wieder ausgeglichen. Ja. Neutral Air ist der beste Move von Ness. Ist einfach so. Ihr seht, wie oft die Neutral Air in das Neutral gewinnt. Oder in Kill bringt. Neutral Air ist so gut. Oh, schöner Grab. Da war Mr. E ein bisschen zu defensiv. Aber du hast auch einfach Angst vor Ness, ne? Die Aerials sind alle so scary, vor allem die Back Air. Und dann stehst du im Schild. Und das gegen Ness, ne? Der diesen krassen Backthrow hat. Wow, war das... Oh mein Gott. Was war das? Das war disgusting. Boah, sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Das... Was? Oh mein Gott, das war so gut. Das war so gut. Das war so verdammt gut. Das müssen wir uns mal anschauen. Das müssen wir uns mal anschauen. Da fehlen mir die Worte. Das war das Beste in dem ganzen Set. So, okay. Landing forward air to grab. Nicht true, aber ein gutes Mix-up. Geht hier für ein paar Pummels. Forward roll. Jetzt ist sie eigentlich oben. Er könnte jetzt high recover und hat Schiss vor der Up-Air. Versucht erstmal in deep zu gehen. Das readet Bestness mit einem Jump-Cancer, Pike Fire. Catch Lucina, jetzt brennt die in Luft, das ist richtig schwer, da rauszukommen. Jetzt holt er sie hoch und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Holt sie wieder hoch, geht für die Up-Airs, New to Reset. What the fuck, das war einfach nur geil. Das war so heftig. Das war so heftig. Wow. Das war echt. Holy shit. Das war next level. Das fand ich richtig toll. Das gegen Lucina. Das war's. Oh, der Tag aber. Und das killt schon. Wie viel Prozent hatte er auch? Komm schon. 87. Und das killt schon. Ja. Das ist das Hauptproblem an diesem Match. Du wirst halt sofort geedgeguard.
Einmal Mr. E verkackt, aber so muss es halt aussehen. Kannst du halt nichts machen. Was hätte er da machen sollen? Richtig, nichts. Kannst du nur beten und hoffen, dass die Lucina Edgeguard verkackt. So, Matchball. Scheint nämlich anhand der Videolänge nur im Best of Three zu sein. Jetzt geht er... Oh, schönes Mix-Up mit Upthrow. Da Ness Down for Forward er in dem Spiel nicht mehr true ist, nur gegen Heavies, geht er hier für Mix-Up Upthrow, was ich sehr feiere. Richtig. Das, was ich gesagt habe, Pokémon Stadium ist eigentlich besser für Ness. Du hast die Plattform und kannst trotzdem noch mit Pika Thunder den Gegner über dich ziehen. Und du hast halt diesen extra Space. Was der Kommentator auch schon angesprochen hat. Ich finde die Stage wirklich besser als Battlefield. Krasse Recovery von Mr. E. Muss man einfach sagen. Oh, das war scary. Zumindest ihr das erwischt. Ja, was gewesen. Der Adult war ein bisschen wack. Ja, so muss man es machen. Oh, das war ja geil. Der Temp war so gut, aber irgendwie hat sich Ness nicht umgedreht. Ich wette, er hat das richtig eingegeben. Warum sollte er auch nicht? Ich glaube, der kann den Charakter so gut kontrollieren wie niemand anderes auf der Welt. Weil es noch einen richtig guten Ness in Japan gibt. Gagged. Den schauen wir uns auch irgendwann an. Der macht den schon Konkurrenz, aber ja. Er ist nicht umsonst Best Ness. Hier, da wollte er Back Air Pressure mal und dann Tomahawk Grab. Fast Forward Tomahawk Grab. Aber Ness hat es nicht umgedreht. Oder er hat versucht, eine Rolle zu readen. Wieder Newtair? Das war die Back-Hitbox von Newtair. Und wieder Newtair anerkannte. Ich sag's euch, die Newtair ist der beste Move von Ness. So gut im Newtair. Einfach nur der Hammer. Ist auch nicht so lange aktiv wie die anderen Aerials. Up-Air, Forward-Air sind Multi-Aerials, somit sehr lang aktiv und kann man auch dann somit gut punishen. Back Air hat jetzt auch nicht so viel Endlag, aber eben halt mehr als die Neutral Air. Ich denke, dieser Stock-Lead ist auch sehr wichtig in dem Matchup. Weil Lucina jetzt ein bisschen rankommen muss. Und Ness, oh, das war auch schön. Das war auch richtig schön. Weil Ness ist definitiv nicht der Charakter, der approachen möchte. Das ist nicht die größte Stärke von ihm. Es kann Best Ness zwar, ja, okay, da wollte er zu viel. Es kann Best Ness zwar gut mit Ness approachen, aber es ist halt theoretisch nicht die Stärke des Charakters. Schön, wieder in Newtair. Wieder letzte Situation. Diesmal nicht Newtair out of Shield, sondern Grab. Schön konditioniert. Eben hat er mal Newtair gemacht. Jetzt blieb Mr. E im Schild und jetzt wurde er grabbed. Richtig gut konditioniert von Best Ness. Der Typ, der kann Gegner so gut readen und manipulieren, das ist unfassbar. Deswegen ist sein Ness auch so stark. Da war wieder dieser komische Jojo. Das verstehe ich nicht so ganz, warum er das macht. Und das ist der Backthrow. Hey, weißt du noch, wie ich dich gekillt habe beim Tournament? Mit diesem High-Backthrow-Kill. Boah, das war geil. Und dann die anderen, die beim Tournament sind. Das ist so ein Ness-Meme, das habe ich mir ausgedacht. Tut mir leid, ich konnte es nicht verkneifen. Ich spiele Charakter halt selbst, ne? Ich darf mir meinen Charakter lustig machen. Schön. Da hat er eine Tech-Chase-Situation mit der Back-Air eben bekommen. Lucina war hier. Genau hier. Und er hat hier gecovert, falls Mr. E sich für einen Tech-Roll entschieden hat. Mit Jump Can't Speak Fire wurde hier gecovert. Echt, voll schön. Richtig gut, ey. So ein tolles Neutral-Game. Seit er spielt. Oh! Da hat er... Boah, was? Da hat er den Jump gestealt, ne? Mit der Abi.
Das ist auch so ein Klassiker, wenn man nicht mit dem Kopf trifft, sondern mit dem Schweif, der Abi, kann man tatsächlich den Jump stealen. Richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Echt. Guckt euch das an. Ah nee, ich glaube, das war das Buffering. Trotzdem geht das halt. Serkabau, ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist, aber hey, wir haben noch ein Match. Und zwar gegen Mars, die beste Zero Suit Samus der Welt. Das könnte auch interessant sein, oder? Das habe ich mir extra rausgesucht. Und hier ist auch schon Cent, das ist halt der gute Mann. Und ja, das ist etwas aktueller aus. Da bin ich sehr gespannt, ich kenne das Set selber nicht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Zero Suit auch ein sehr aggressiver Pressure-Charakter. Ich glaube, die nehmen sich jetzt beide nichts. Das ist Smash, wie es sein soll. Die hauen sie jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur vorüber. Ja, genau. Ich könnte echt Kommentatorin sein, ne? Was habe ich gerade gesagt? Jetzt kommt's. Achte auf den Kommentator. Ja, Ness kann man aggressiv spielen, gerade wenn der Gegner nicht so viel Range hat. Zero Suit hat jetzt zwar die sehr und die Side-View oder so, aber ganz ehrlich, die benutzt du halt schon im Neutral, aber na, ist halt nicht so wie wenn du gegen Swordies oder so spielst, wo permanent mit Disjoints gepressured wirst. Zero Suit hat ja nicht nur Disjoints und deswegen wird es sehr aggressiv auf beiden Seiten. Habe ich gesagt, hat der Kommentator gesagt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, die Seher wird schon oft benutzt, ne, wie man hier sieht. Trotzdem, Bestness bekommt den ersten Stock. Ja, das habe ich auch von Bestness. Das ist so smart, ihr Lieben. Das meine ich auch selber. Und ich feiere das. Die Invincibility Frames, wenn man halt respawnt, sind so nervig und viel zu lang, mein Mann. Ne? Deswegen einfach auf Stage gehen, Jump Kill Speaker Fire machen. Und dann brennt eben halt der Gegner. Wenn man das Speaker Fire tatsächlich auf die Invincibility Frames trifft, dann wird die Feuersäule erstellt und meistens ist es so, dass die Invincibility Frames dann zu Ende sind. Der Gegner brennt und man sogar noch daraus kommen kann. Das will ich auch super gerne. Habe ich auch von Westness. Wie gesagt, ich habe alles von ihm gelernt. Noch eine Up-Air und das wäre es gewesen. Schön, die ist Side-B-Gree drüber gesprungen. Warum er da jetzt für einen Jab ging, weiß ich nicht. Aber okay. Vortilt. Wegen den ekligen Winkel wahrscheinlich, war auch abengelt. Warum immer der Jab? Ach so, weil Zero Suit einen Frame 1 Jab hat und wahrscheinlich Grab Attempts halt bezwingt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum er so oft jabbt. Wie gesagt, das neue Gameplay, vielleicht hat sich da irgendwas geändert. Ich finde den Jab von Ness eigentlich nicht so berauschend. Aber er wird es besser wissen als ich. Ich stelle mir nur die Frage, was schon auffällig ist. Halt, Downtier ist genauso schnell wie der Jab. Schön. Schön, schön. Das war ein tolles Speaker Fire. Oh, nicht getaggt und oh, fast den Spike sogar bekommen. Ein Fehler gegen Zero Suit und du bist weg. Hat er Glück gehabt, dass er 1 Zentimeter weiter links stand. Jetzt kommen wieder die Up-Airs. Ja, ja. Was soll Ness dagegen machen? Er macht schon das Beste, er wartet, er versucht zu reagieren, er macht manchmal Magnet Reverse, um Landings Mix an. Was Zero Suit kann Advantage so heftig pushen, kann Ness auch, aber ja. Oh mein Gott! Ich sag ja, das ist ein Match, das habe ich mir nicht umsonst rausgesucht. Neutral into Up Smash, okay. Double Back Air und jetzt laggt es hier. Warum laggt das? Licht am Video. Heftig! Echt, die schenken sich ja gar nichts.
But Sand again able to fight his way back in. Den down to lock nicht bekommen. Weil Zeus wird offstage gefallen ist. Schon wieder ausgeglichen. Schon ist wieder für Mars. Jetzt Edgeguard, ja, schön mit Desert. Und das war's, ne? Oh, also, so eine Zeus-Suit siehst du halt echt nur bei Mars. Was zum? Ja, und da seht ihr einfach mal, wie schlecht die Recovery von Ness im Top-Level-Play ist. Einfach nur zum Kotzen. Er konnte nichts machen, er war einfach tot. Einmal offstage und nur ist tot. Gegen krasse Edgeguard-Charaktere. Ja. X-Factors nennt er das. Es kommt aus Marvel vs. Capcom. Das ist eine Comeback-Mechanik, wo du halt viel stärker und viel schneller wirst. Und ich sag mal so, ja, Zeus-Suit kann, wenn du einen Fehler machst, mit einem Kombo dich töten. Sei es Stun into Up hier bei gewissen Prozenten oder Stun von Near to Air into Kick. Kick Spike. Down B Kick. Stun manchmal auch True. Ein Fehler und du stirbst. Das ist dieser X-Faktor, was da angesprochen wurde. Und das kombiniert mit dieser krassen Mobility von Zeus Suit, ja, macht sie halt so einen ultra krassen Charakter. Fire coming in from Sen to try to control some of that space here before, but catching Mars up in the air with that nair. Mars springt sehr gerne in diesem Tech-Chase-Szenario, dass es halt nicht oft tacken muss, weil der Winkel von Yuta echt eklig ist. Von Ness. Oh mein Gott, diese Kombos von Mars sind so explosive, ey. Also ich weiß nicht, wer es gewinnt, ne? Das hätte ich mir einfach rausgesucht, weil es super interessant zu sein schien. Auf weil der besten er schon einen neuen Namen hat. Sand. Auch wenn er da The Sun heißt. Warum auch immer. Das war's. Oder auch nicht? Weil Besten ist gefühlt der Mashing King ist. Was zum Geil, wie schnell hat er gemasht? Der Barry von Zeus ist eigentlich so heftig. Da hat Mars versucht, den Side B Kill zu bekommen. Killt ja auch. Da hat Besten ist gedacht, dass Mars nach links der Altgänger für den Back-Air und statt für eine weitere Up-Air. Was ist so ein Geier mit der F-Smash? Das verstehe ich auch nicht. Schön Dash-Tag. Backdash gepunished. Sehr schön. Für den Grab greedet. Oh, oh mein Gott. Für Edgeguard jetzt hier wählen. Schöner Jojo reicht aber nicht. Oh, wie tief er auch geht, ne? Und da ist Attack. Und Reverse Edgeguard. Reverse Edgeguard. Down Tilt. Sehr. Nochmal sehr. Und das war's. Zu viel Pressure. Unterm Druck zusammengebrochen. Heftig. Ach du Scheiße. Das ist mit eins der besten Sets, die ich je gesehen habe. Mega spannend. Also, wenn das keinen Hype, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott, das ist echt spannend. Schön. Da hat er den Shield gedroppt. Oh, der Laser fies, aber Besten ist da trotzdem das Opening gefunden. Nicht schlecht. Jump kennst du viel gefeiert. Nichts rausbekommen. Zeus Suit kam irgendwie schon wieder raus. Kann ja auch aus dem Peak Fire jammen. Weil es Frame 1 ist, noch schneller als die 1 in Flammen. Das muss man auch beachten. Jump Green mit der Back Air reicht aber noch nicht. Ja. Die Side B gilt auch so mega früh. Ja, die hat echt viele X-Faktors. Hier leckt es schon wieder. Das muss an der Aufnahme wieder liegen. Also von denen. Tut mir leid. Ich finde, das Set ist trotzdem sehenswert. Trotz der Lags. Oh, Plattform-Lock mit dem Backthrow. Oh, wie viel ist. Oh, Mars ist echt ein ganz anderes Level, ey. Also, ich habe noch nicht so eine Zeus Suit gesehen. Tut mir leid. Ich habe mir auch noch nicht wirklich viel von ihnen angeschaut, weil mich Zeus Suit auch nicht so interessiert.
Ja, das ist schon. Puh. Aber Snes kann gut mithalten. Ist halt ein explosives Matchup, da schenken sich die Charaktere gar nichts. Und die Frau der war so gut, weil Frau der ist lang aktiv, da versucht der Air-Dodge zu covern und zu punishen. Trotzdem war der Air-Dodge lang genug, dass es nicht geklappt hat. Und jetzt wird der Spiel ist wieder umgedreht, oder was? Ja. Gottes Willen. Das ist echt ein Set. Feier ist. Er hat so gut gekrabbelt mit dem PK Thunder. Trotzdem hat Mars die Lücke gefunden. Wow. Wow. Und ein Grab zu viel. Da ist der Brandisch. Die Sweet Spot Back Air. Ja, krass. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Really. Das ist echt ein geiles Set. Jetzt geht's zu Battlefield. 1-1. Ich glaube, das ist sogar Best of 5. Alright, already the scoop up. What a statement to try to make right here on Battlefield. Mar is trying to open things up explosively. Oh, wir können Zeusu natürlich gut laddern auf Battlefield. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Stage ist für Ness in dem Matchup. Ich weiß, zu bezweifeln. Nee, hier hätte ich tatsächlich gegen Zeusu wird gebannt, I guess. The Jab. Er ist einfach zu schnell. Frame 1. Das war ein guter Attempt. Mochte es. PK Rocket. PK Rocket nennen wir das, wenn PK von der Nest trifft. Wird aber auch PK von der 2 manchmal gerne genannt. Schön, genau das, was Vicky sagt. Die sehr klang mit dem PK Fire und er schafft dann trotzdem die Feuersäule. Nice. Ich find's lustig, dass ich manchmal genau das sage, was die Kommentatoren auch sagen. Jahrelange Smash-Erfahrung. Schön. Bisschen gestalt, zweimal in die Kante gegriffen, Mars hat's nicht gepunished. Interesting. Auch den Upsmash hat Mars nicht gepunished. Aber jetzt den Jump greeted mit dem Upsmash. Nee, Battlefield ist in dem Matchup meiner Meinung nach nicht die beste Wahl. Tut mir leid. Sehr into Forward Air. Oh, die Down B am letzten Frame gepunished. Down B hat am Anfang, solange wie Zeusu noch am Aufsteigen ist, hat sie tatsächlich Invincibility. Erst wenn sie wieder sinkt, kann man sie punishen, was am besten ist. Sie perfekt gemacht. Nice. Fair offstage. Wie gesagt, das Einzige, wo die Fair killen kann. Aber genau da ist sie auch so gut. Forward Air. Das ist das Tuck auf der Plattform. Jab. Jab connectet nicht mal. Wie gesagt, ich bin kein Fangirl von diesem Jab. Ich finde, der Jab ist echt nicht gut. Oh. Schöner Magnet. Hier ist wieder ein Lag. Hier ist wieder ein Lag. Warum? Warum, warum, warum? Oh Gott, Zeusu macht so viel Pressure. Ich glaube, so viel Pressure kann kein anderer Charakter machen. So ohne jetzt. Roy vielleicht. Rechnet. War es nicht Sweet Spot? Mit Zeusu kann ich nicht so aus. Schön, Magnet. Und dann hat er aber sich wieder zurückgezogen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Jetzt kommt die weg, Ich muss mir das mal anschauen. Das war interessant. Magnet? Wie hat er sich jetzt zurückgezogen? Ach, mit einem Air Dodge. Interesting. Nice Mix-up. Weil Mars wusste jetzt, wenn er nicht diesen risky Air Dodge macht, an sich ist das ja voll die risky Option, dann kriege ich ihn auf jeden Fall gepunished. Dann stirbt er. Deswegen hat er es gemacht und siehe da, nette Option, nettes Mix-up, gefällt mir. Das ist auf jeden Fall neu. Magnet, Air Dodge, Retreat. Okay. Das ist echt ein geiles Set, tut mir leid, ey. Das ist auch die ganze Zeit spannend. Schöner Catch. Ein Fehler und du stirbst. Zeusu mit Invincibility. Ihr Movement. Ich bin gespannt. Schön. Da war es wieder. Das Neue vom Westness. Wie ich das immer nenne.
So, wunderschön Ledge Stall mit Pika Flash und Abi. Schön! Oh mein Gott, das muss ich euch auch nochmal zeigen. Jetzt hat er sich mit dem Magnet umgedreht, dass er mit der Back Air hochkommen kann. Also er macht so tolle Mix-Ups, auch im Neutral und auch im Disadvantage mit Nest. Das ist einfach, es will Next Level. Also, ich liebe einfach sein Nest. Trying to get the stock off here, but Sen doing a good job, you know, being loose and evasive. Goes for the... Ja, killt nicht bald ein Throw von Zero Sword, was mit Up-Throw. Ich glaube, der Up-Throw killt jetzt. Also jetzt auf jeden Fall. Die Up-Air an der Kante. No way, das denke ich mir auch. Was? Was ist denn da passiert? Vielleicht denkt sich Master, ich wollte nur noch eins zocken, das reicht mir. Nee, natürlich denkt er sich das nicht. Schon wieder Battlefield. Wie gesagt, ich war schon öfter in den Streams von Madness und er liebt die Stage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Matchup toll ist. Naja. Aber wenn man sich auf dem Stage sehr confident fühlt, kann man die Matchups auch gerne mal ausblenden. I guess. Also Matchball für Sand, aka Bestness. Und das auf Battlefield. Schön. Ohne Scheiß, die Depression so heftig bei dem Advantage. Und sobald das mal wieder resettet ist, wird das Spiel jetzt immer wieder umgedreht. So ein tolles Set. Das ist echt klasse. Also interessanter, spannender kann Smash Ultimate nicht sein. Ist einfach so. Back Air ist schon strong. Zero Sword jetzt auch nicht der schwerste Charakter im Spiel. Sehr leicht. Deswegen hat die Back Air da schon gereicht. Die Back Air allerdings reicht nicht, weil er nicht an der Kante war. Die Back Air von Zeus und Ness sind ähnlich stark. Beide ultra strong. Oh, diese aggressiven, krassen Pressure Edge Guards von Mars. Und wieder der Up Smash Catch. Echt, I love it. Ja, das ist sehr. Also da kommt es mir so vor, als wenn es nicht so tolle Tools dagegen hätte. Sehr ist echt ein bisschen eklig. Und da ist wieder X-Faktor. Die Side-B. Wenn man die nicht so oft macht, die Side-B von Zero Sword, erwartet man die nicht. Die ist auch so lange aktiv und dann stirbst du einfach. Schon wieder der Jab. Schöne Back Air. Und auch Multi-Hit und den Combos in der Up Smash und der Up Smash Combo in die Up Air, oh Gott. Wie gesagt, die schenken sich gar nichts. Sehr schön, der Stack. Reicht aber nicht. Wie der Stack killt eigentlich in den seltensten Fällen, nur wenn Ness Rage hat. Und hier schon wieder so ein Lag. Unschön. Ah, die sehr catchy, aber trotzdem, lieber Kommentator. Klar, er macht das schon gut, aber die sehr ist schon heftig. Pika Flash. War echt schwer zu timen. Kein Scherz. Ich habe ihn tot gesehen. Oh Gott, Ness offstage. Gegen Zero Sword. Oh. Schön. Oh, die Dash-Tag, sein eigener Charakter hat ihn verraten. Die Dash-Tag hat nicht connected, die Prozent waren zu hoch, der entscheidende Hit hat nicht getroffen, jetzt hat es gekillt. Dash-Tag killt einfach nicht, einfach Neutral Spam, okay. Neutral Pressure an der Kante ist aber auch echt gut. Hat schon sehr viele Kills mitbekommen, auch eben gegen Mr. E. Up-Tilt.
Ja, die Grounded Moves von Ness sind echt nicht die besten. Guck, der Uptime wird immer gepunished. Zero Sword ist einfach zu schnell. Schöner Winkel. Müssen wissen, diese spezifischen Angles, auch das jetzt, sind nicht so einfach. Und schon wieder die Side B reicht diesmal nicht. Kein Rage. 31%. Boah, wie er mit diesem Pressure klarkommt. Jetzt New Devil benutzt, um den Laser zu zerstören. Perfekt getimed. Echt next level. So ein guter Spieler, ey. Dass der nicht unter diesem Druck zusammenbricht, ey. Mars pressured echt gut. Heftig. Was für Spieler, ey. Das Set. Nee, da fehlen mir die Worte. Das ist so heftig. Habe ich gut rausgesucht. Spielen beide einfach nur neutral. Warten auf ihr Opening. Da war der Fehler. Down Air hat gar nicht so ultra viel Landing Lag, aber man kann das punishen. Schönes Mix-Up. So schön. Cross-Up mit Reverse Magnet. Falling Up Air. Und dann noch den Down Tilt hinterher. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Selbst die besten Mix-Ups klappen manchmal nicht. Oh, Landing Up Air into Grab, das reicht. Reicht nicht? Was ein DI. Was ein DI. Was ein DI. Ich bin nur ein bisschen falsch, DI für euch gestorben. Klar, kein Rage, aber trotzdem Nest Backfall. Trackdown Up Air ist so gut. Ich mag die neue Up-Air von Ness auch viel mehr als die aus Smash 4. Eng, seltsamer Trade. WTF? Was hat er getradet? Was für ein Neutral? Was hat er getradet? Hilfe, was hat er getradet? Tut mir leid, ich kann es nicht erkennen. War es New to Air? War es Down Air? Down Air ist zu langsam. Das war bestimmt New to Air. Wow, was ein Match. Wow. Wow, wow, wow. So ein toller Spieler. Ja, besten ist, was soll ich dazu sagen? Er spielt so ein tolles New to Air Game mit sehr viel Mix-Up, sehr technisch und versucht immer das Disadvantage, auch Offstage, alles immer zu Mix-Up. Balance sollen, kommen mit Magnet Landings, Magnet, um halt zu cross-uppen, Sheer Pressure mit Mix-Up. Ey, da macht so geile Sachen. Pick a Fire, Jump Cancel die ganze Zeit, Combo daraus, geht für coole Jab-Locks und hat eben halt die Reads und die Technik, um halt Openings consistent zu finden und das mit einem aggressiven Spielstil. So würde ich bestens zusammenfassen. Einfach nur ein grandioser Spieler. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Erstens, weil Ness einer meiner Mains ist. Zweitens, weil die Set, gerade die Set, einfach nur Weltklasse war. Also besser kann Smash nicht sein. Gut, ihr Lieben. Falls euch auch gefallen hat, Daumen hoch. Beim nächsten Mal schauen wir uns übrigens Elegant an. Und dann mal schauen. Gut. Jetzt aber wirklich. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!